Spanien 1812. Wellington beginnt seine Invasion in Spanien von Portugal aus, während Napoleon in Nordeuropa in Anspruch genommen ist. Um erfolgreich zu sein, muss Wellington als erstes die beiden großen Grenzfestungen erobern. Im Süden Badajoz und im Norden Ciudad Rodrigo. Betrunken, Mr. Price? Ja, das bin ich, das bin ich. Ist der tot, Herr Colonel? Nein, noch nicht. Er hat noch eine Chance. Hey, ihr beiden, tragt ihn zurück. Zurück! Wir sind drin! Hören Sie die Jubelschreie? Ciudad Rodrigo ist genommen! Oh, er ist tot, glaube ich. Haben Sie seinen Arm abgeschnitten? Ich dachte, Sie hätten. Ich dachte, ich hätte es gesehen. Sie leben. Ja, aber nicht dank der Pioniere. Es waren unsere Männer, die uns über diese Mauern gebracht haben. Ich warne Sie. Vor der Festung von Badajoz wird es uns nicht anders ergehen. Colonel Lawford verlor einen Arm, Sir. Colonel Lawford mag es am besten getroffen haben. Ob mit oder ohne Arm, er ist hier raus. Das ist er. Und mit ihm all meine Hoffnung auf Beförderung. Nur keine Sorge, Sharp. Für einen wie Sie finden wir immer Verwendung. Wer bin ich schon? Wenn Lawford tot ist, nur ein Captain unter stillschweigender Duldung. Das weiß er nichts. Ich habe eine Armee, die sich bestialisch benimmt. Bei der erstbesten Gelegenheit wird geplündert, vergewaltigt und gesoffen. Aber ihnen wurde viel abverlangt und Beute versprochen. Gott mag sie verdammen, mir steht nicht der Sinn danach. Badajoz wird sie bestrafen. Badajoz folgt. Diesbezüglich, my Lord, die einzigen Werkzeuge, die ich hatte, um Schützengräben ausheben zu lassen, erbeuteten die Franzosen. Ist es nicht eine Schande, dass die Franzosen bessere Werkzeuge haben als wir? Ich bin nicht in der Lage, ohne ein Pionierbataillon die Männer ohne Verluste unversehrt und noch kräftig genug in die Bresche zu bringen, um sie zu stürmen. Verwundert Sie dann noch, dass Sie so erledigt sind? Das tut es nicht, Colonel Fletcher. Sehen Sie, Picton? Meine Reiter nennen ihn den Bär und seinen zackigen Stab. Der junge Lawford ist raus, hat einen Arm verloren. Ich brauche einen neuen Kommandeur für die South Essex, General Picton. Haben Sie einen Kandidaten in Ihrem zackigen Stab? Bin ich verändert? In welcher Hinsicht? Ich habe ein Kind bekommen. Du hast ein Kind bekommen? Eine Tochter. Meine? Unsere. Bist du böse? Nein. Warum sollte ich böse sein? Soldaten können keine Kinder brauchen. Wie nennen wir sie?
Antonia. Antonia. Mhm. Der Name meiner Mutter. Antonia. Und wo ist sie? In Badajoz. In der Stadt? Es tut mir leid, sie war krank. Dann müssen wir sie rausholen. Sie ist aber noch sehr klein. Badajoz ist der einzige Ort, den ich habe. Die Familie... Teresa, wir müssen sie da rausholen. Nach unserer Belagerung kommt da keiner mehr raus. Oh doch. Du bist anders. Ein Kind bekommen. Hast du gehört? Tatsächlich, Sergeant? Ja, hat er. In Badajoz. Muss das denn gerade da sein? Er holt sie bald da raus. Hey. Gestatten, wegzutreten, Sir? Ich habe gerade mein Abendessen erspäht. Wer ohne den Schein beim Verlassen der Truppe gefasst wird, wird vielleicht gehängt. Hier gehen Sie. Wann werde ich dir deinen Schein geben, Teresa? Alle Männer sollten Töchter haben. Das macht sie sanft und großzügig. Hey, Señor, ¿cuánto Geld kostet es, die Caputo solo an meinen Schuh zu nageln? ¿Qué? Enao entiendo que vos me dices. Ich weiß nicht, wie er das schafft. Seine Zunge so zu verbiegen. Schwatzt vor sich hin, als wäre er selbst ein Portugiese. Für welches Verbrechen wurden Sie ausgepeitscht? Wer sind Sie? Wer sind Sie, verdammt nochmal? Ich lasse Sie noch einmal auspeitschen, weil Sie die Lektion, wie es scheint, nicht gelernt haben. Ja. Ich kommandiere die Scharfschützen. Und Sie? Ich bedauere. Ich bin Matthews, Sir. Gehöre zum Sonderkommando aus Lissabon. William, Fähnrich der South Essex. Sharp. Richard, Captain des 95. Ich kommandiere die Scharfschützen der South Essex. Zurzeit. Jedenfalls. Ich bitte um Vergebung, Sir. Sie haben meinen Rücken gesehen, Matthews. Ich wurde für etwas ausgepeitscht, das ich nie getan habe. Man bekommt oft die Schuld für etwas, das man vielleicht nicht getan hat. Aber wenn man Offizier ist, wird man nie ausgepeitscht. Schon gar nicht für etwas, das man tun muss. Ich bin Harry Price. Mir war gerade schlecht. Vom Trinken, verstehen Sie?
Erfreut, Sie kennenzulernen. Sind Sie im Besitz von Geld? Es handelt sich nur um einige Guineas. Fünf? Tun Sie es nicht. Wäre es nicht recht? Er wird Ihnen einen Schuldschein geben. Ein Versprechen auf einem fetzen Papier. In der Hoffnung, Sie werden in Badajoz erschossen. Oh. Wie können Sie so etwas sagen, Richard? Stimmt's vielleicht nicht, Zigauner? Was ist denn, William? Das Sonderkommando. Haben Sie es bereits verloren? Bringen Sie die Leute her, Sir. Wir brauchen sie. Mach ich, das mache ich. Abteilung! Halt! Recht! Um! Sergeant Haxwell. Erlaubnis zu sprechen, Sir? Ich habe nichts zu sagen, Sir. Auf mein Wort, welch Überraschung. Sharpie. Ist er noch nicht tot? Der Captain Morris? Major Morris, Sir. Gesund und munter in Dublin, Sir. Und Sie kommen zu mir? Hatten einen sehr langen Weg, Sir. Ich war verzweifelt. Links um! Vorwärts, Marsch! Fassen Sie auch nur einen von meinen Männern an, Sergeant. Dann bringe ich Sie um, das schwöre ich Ihnen. Erste Reihe! Ein Schritt vorwärts! Marsch! Gewehr! Ab! Zieht! Ladestock! Mr. Matthews? Schaffen Sie mir diesen Schuft aus den Augen. Nein, ich mach's schon. Sergeant Haxwell! Sir! Sie dürfen wegtreten! Danke, Sir. Verdammt nochmal. Dieser Bastard. Nehmen Sie seinen Namen auf, Mr. Matthews. Name? Black, Sir. Und jetzt? Deine Beine auseinander, schön breit machen und stillhalten, wie eine tote Nonne, genauso. Deine Mutter war eine syphilisverseuchte Sau, die sich an eine Kröte verkauft hat. Mutter! Mr. Sharp, Sir! Übernehmen Sie, Mr. Matthews. Mr. Racer, ma'am. Er glaubt, er könnte sich an mir erfreuen. Erlaubnis erteilt, weiterzumachen und ihn umzubringen, Sir. Auf. Steh auf! Offiziersfleisch ist sie, Sir. Portugiesische Hure. Tenho rendimentos. Wie viel, Senora? Hören Sie mir genau zu, Sergeant. Drei Regeln. Hören Sie mich, Sergeant. Sir! Sharps Regeln. Und wagen Sie niemals dagegen zu verstoßen. Erstens, kämpfe gut, kämpfe hart. Zweitens, trinke nicht, es sei denn, ich fordere dich dazu auf. Drittens, stiehl niemals, außer vom Feind oder wenn du Hunger hast. Und jetzt nehmen Sie Haltung an. Arme nach unten, wo Sie hingehören. Achtung! Oh nein, nicht bewegen, wenn ein Offizier mit einem spricht. Das sollten Sie doch wissen. Es sei denn, Sie wollen mich schlagen, Obadja.
Obatscha! Darauf steht der Tod, wenn Sie einen Offizier schlagen, Obatscha. Der Tod. Oh. Sterben kann er ja nicht. Seht seinen Hals? Sie haben mal versucht, ihn zu hängen, und es hat ihn nicht umgebracht. Ich kann ihn umbringen. Jede Schlacht ein Versuch. Siehst du, wie er stramm steht? Zeigt sich einem Offizier nie ungehorsam, stimmt's, Obatscha? Natürlich, sie lieben ihn. Ich würde ihn umbringen, hier und jetzt, ohne zu zögern. Aber vor seinen Opfern, damit man sehen kann, dass es getan wird. Weil es eine Pflicht ist, denn er ist übel, ist Obatscha. Raus hier. Raus. Raus! Mann, du bist der dreckigste Ire, den ich jemals gesehen habe. Papa, lassen Sie ihn! Achtung! Papa, aufstehen! Mr. Sharp! Sir? Sagen Sie, kennen Sie meine Frau? Nein, kenne ich nicht, Sir. Sie kennt sie? Seien Sie um 12:30 in meinem Quartier. Jawohl, Sir. Nehmen Sie zu Hause an Jagden teil, Sharp. An welchen? An keinen. Obatscha und ein gemeiner Offizier namens Morris haben mal aus Spaß einen Inder fast zu Tode geprügelt, bis ich sie aufhielt. Sie haben mich beschuldigt und ich wurde ausgepeitscht. Pass auf ihn auf, Pat. Er plündert die Männer aus. Er stiehlt Montur, Koppel, Bajonettschlaufen, Provianttaschen, alles verloren gemeldete wird von Obatscha gefunden, was zum Auspeitschen führt, außer er wird bezahlt. Und dann die Frauen. Er schlägt Männer, bis ihre Frauen zu ihm kommen. Ich nenne das Vergewaltigung. Ich habe das alles schon erlebt. Ein übler Mann marschiert in einer Wolke von Pfeifenklängen. Und weil er zum Grüßen stramm steht, jedem Offizier Folge leistet, ist er vor allem sicher, außer vor uns, die wir aus den unteren Rängen kommen und ihm gewachsen sind. Ja, das sind wir. Sie haben Verpflichtungen? Dann werde ich Sie in sicherer Nähe wissen, wenn ich mich zum Feind begebe. Demnach spioniert sie jetzt wohl für Sie. Sind Sie ein weiterer von Wellingtons Kundschaftern? Ich weiß, Sie sind es. In Badajoz. Ich habe keine Angst um Sie. Eher um Sie. Denkst du, wir sollten heiraten? Achtung! Ich werde unsere Tochter fragen, was sie davon hält. Ja, frag sie. Frag meine Tochter. Hol sie noch vor der Belagerung da raus, Theresa. Antonia. Antonia. Antonia! Er jagt nicht, Jack. War kaum zu erwarten. Aus dem Mannschaftsstand befördert. Wie sollte er? Lawford gab vor, er sei ein guter Offizier. Und Lawford ist kein Narr. Wollen Sie um 4 eine inoffizielle Inspektion des Regiments vornehmen, Sir? Ein guter Gedanke. Die Fahnenparade sollen Sie für mich abhalten, damit Sie wissen, wer Sie jetzt kommandiert und wofür Sie kämpfen. Ich kann Sharp nicht als Captain behalten, jetzt nachdem Reimer eingetroffen ist. Er hat sich mit seinem Sergeant geprügelt. Und wenn schon, Wellington schwärmt dennoch für ihn. Nun, und ich schwärme für Wellington, so mancher tut das Gegenteil. Ich aber nicht. Nicht seit der Schlacht von Talavera. Aber Wellington wird Männer gegen die Mauern schleudern. Während die Franzosen eine Mauer versenken, befeuert er sie mit Regimentern, als gäbe es keinen anderen Weg. Sie schwanken, Sir. Ausnahmslos, Sir. Bemühen Sie sich um eine aufrechte Haltung. Sehen Sie, Sir, ich kam zu der Erkenntnis, dass der Wind mich stärker erfasst als andere. Aufgrund meiner Geschmeidigkeit, Sir. Mr. Sharp ist hier, Sir. Bitten Sie ihn einzutreten, Price. Was wollen Sie mit Price machen, Sir?
Ich bin sein Adjutant. Wollen Sie ihn noch als Adjutant? Oh nein. Oh, jetzt bin ich's nicht mehr. Sie sollen reingehen, Richard. Sharp, setzen Sie sich. Hier sehen Sie meine Frau. Sie hat meine allerhöchste Bewunderung und die bei weitem tiefste Zuneigung. Sie ist von Ihnen angetan. So schrieb sie mir. Dieser Price. Trinkt er? Nicht einen Tropfen, Sir, im Kampf. Ist Jessica nicht von Ihnen angetan, Jack? Ich sage ihm, dass sie es ist und er ist bescheiden genug, verwirrt zu sein. Der französische Adler, den Sie erbeutet haben, Sharp, es hat sich zu Hause herumgesprochen. Berichte in den Zeitungen und Journalen. Eine große Ehre für das Regiment und Sie. Sir. Aber was machen wir mit Ihnen? Was können wir tun? Ich habe Glück mit Offizieren, aber ich habe einen Captain zu viel. Ihr Rang als Captain wurde in England abgelehnt, doch Sie wurden für Ihre Kompanie übernommen. Und damit, Sharp, sind Sie wieder beim Lieutenant. Nun, was habe ich da heute Morgen gesehen? Eine Auseinandersetzung, Sir. Worüber? Beleidigung einer Frau, Sir. Wer war diese Frau? Meine Frau, Sir. Marschiert die Lady mit uns? Selten. Sie ist anderweitig im Einsatz, Sir. Sie steht nicht auf der Stammrolle. Wie im Einsatz? Sie tötet die Franzosen, Sir. Ich habe eine Tochter von 8 Monaten. Sie ist unterwegs, um sie aus Badajoz zu holen. Wie tötet sie die Franzosen, Sharp? Man nennt sie La Achuya. Die Nadel. Sie ist Partisanin. Sie schneidet Kehlen durch. Großer Gott! Haben Sie um Genehmigung zum Heiraten ersucht? Großer Gott! Regen, Jake! Holen Sie jemanden, der die Decken hereinbringt. Großer Gott! Setzen Sie sich ab. Was machen Sie mit mir, Sir? Ich muss dem Offizier erst begegnen, der aufgestiegen ist, Kraft seiner... Wie auch immer, aus dem Mannschaftsstand der Armee aufgestiegen ist, der es für möglich hält, geeignet zu sein. Gewissermaßen hieße das, einer von uns zu sein, der geeignet ist. Ich könnte für Sie arrangieren zu gehen. Es gibt Kommissionen, die in die portugiesischen und spanischen Armeen gehen. Es gibt das neue Stabskorps. Ich bleibe, Sir. Gut. Ich bitte das Himmelfahrtskommando zu kommandieren, wenn wir Badajoz stürmen. Sicherer Tod? Sichere Beförderung, Sir. Das ist der einzige Weg für mich. Ich denke, das wäre möglich. Mein Kompliment an Ihre Frau. Ich werde Arbeit für Sie finden. Wir sind abkommandiert, um Schützengräben auszuheben, Sir. Ich und Perkins, der junge und gefreite Clayton da. Wir sollten Spaten anfordern, Jungs. Und wo ist Sergeant Harper? Oh, es gibt nur uns, Sir. Und ihn. Wen? Der da. Da hinten. Kommen Sie her, Sergeant! Wer, Sir? Ich, Sir? Ja, Sir. Was macht ein Scharfschütze mit einem Spaten, Hexwell? Scharfschütze, Sir? Was glauben Sie, was das ist? Du meine Güte, Lieutenant, Sir. Er ist Soldat, kein Arbeiter. Scharfschützen verrichten keine andere Arbeit als die am Gewehr. Das ist ja unerhört, Lieutenant, Sir. Sie vergeuden Männer. Das macht Ihnen Freude, hä? Wo ist Ihr Gewehr, Hackman? Es wurde mir abgenommen, Sir. Wir kriegen Musketen, Sir. Auf Befehl. Wer hat einen solchen Befehl erteilt? Captain Reimer, Sir.
der Edelmann, der jetzt die Kompanie führt, was Sie nicht tun. Hä? Sir, und Sie werden schneidig aussehen, in roten Röcken und Pfeifenton, Sir. Was? Sie sollen die grünen Jacken ausziehen? Sir, Sie sehen genauso schneidig aus wie wir anderen. Knöpfen Sie Ihren Mantel zu, Hackman, sonst erkälten Sie sich. Aufgepasst, du missratener alter Scheißkerl. Da kommt die Herrschaft. Das ist er, Sir. Captain Reimer. Ihr Jagd. In Wartestellung, alles bereit zum Antreten, Sir. Ich kann dich sehen, gefreiter Clayton. Ich dachte, du wolltest heute Morgen los, um gegen die Franzosen zu kämpfen. Mein Wort drauf, Sir. Passen Sie gut auf ihn auf, Mr. Sharp. Ich will ihn heil zurückhaben. Ach, geh, Sam. Da, wo er herkommt, sind noch viele zu haben. Wegtreten! Major Naren, ich sollte Sie nicht darum bitten. Mich verbindet keine Freundschaft mit Ihnen. Aber sprechen Sie für mich bei Wellington. Er hat mir rausgeholfen. Er hat mich nicht zu einem Quartiermeister gemacht. Er kann mich jetzt nicht abrutschen lassen zu Frauen und Listen, Rationen und Listen. Mengen von Stroh und von Heu, Spaten und Hacken, Strohsäcken und Listen. Das nenne ich redegewandt. Und was die Freundschaft betrifft, nehmen Sie sie bitte an. Lassen Sie mich das Himmelfahrtskommando kommandieren, Sir. Das Kommando könnte Ihnen nur der General der Sturmdivision geben, und das wird er nicht. Er wird einen seiner Leute als erstes an der Bresche haben wollen. Warum der Tod nur so gefragt ist, das werde ich nie verstehen. Manche empfehlen tatsächlich ihre Nachkommen dafür. Der Tod ist mir nicht sicher, Sir. Aber die Beförderung ist es. Ich will einen Rang, den man mir nicht wieder nehmen kann. Wenn ich zum Captain ernannt werde, weil ich als Erster über die Mauer nach Badajoz gehe, dann gilt das. Ich meinerseits, ich muss jetzt aufsteigen, sonst geschieht nichts von alledem. Wollen Sie mir aufhelfen? Oder haben Sie genug Dreck und Erniedrigung erfahren? Nichts kann mich mehr erniedrigen, Sir. Sie vernichten meine Kompanie. Es ist nicht Ihre Kompanie, Sharp. Finden Sie eine andere. Ich bin Soldat, Sir. Kein Schreiberling. Ich schaffe ran, ich krame herum, ich zähle Schaufeln und ich regle Strafversetzungen. Das heißt, ja, Sir, nein, Sir, kann ich Ihnen zu Diensten sein, Sir. Das ist doch verdammt nochmal kein Soldatendasein. Das ist verdammtes Soldatendasein. Was zum Teufel glauben Sie, heißt Soldat sein? Nur weil es Ihnen gestattet war, seit Jahren wie ein Pirat durch die Gegend zu ziehen? Hören Sie, Sir. Wenn wir über diese Mauern geschickt werden, werden Sie froh sein, wenn ein paar Piraten drin sind und nicht nur jämmerliche Schreiberlinge. Aber wie da hinkommen, Mr. Sharp? Denken Sie nach. Und wie wird bemerkt, dass Sie dort waren? Durch Listen. Und was schickt Ihr anderes nach Hause als Listen von Toten, Sterbenden, Kranken, Geehrten und Beförderten, Captain Richard? Ihre Frau ist hinter diesen Mauern und Ihr Kind ebenfalls. Wollen Sie sterben, ohne Ihre Tochter leben zu sehen? Und was tut Theresa dort? Sie ist nicht zurückgekommen und jetzt kann sie's nicht. Sie haben ihr Wort. Ich bin mir sicher, sie würden sie gar nicht rauslassen. Sie spioniert für Sie und Wellington. Sollte es so sein, dann behielten Sie es besser für sich. Was das Himmelfahrtskommando angeht, ich werde mit Wellington reden. Er wird Nein sagen. Und er wird dafür sorgen, dass keiner Ja sagt. Sie sind ihm zu viel wert, Sharp. Er würde sie töten, wenn es seinen Zwecken entsprechen würde. Fletcher, bringen wir Sie zum Einsturz mit den Kanonen, die wir haben? Lange genug unter Beschuss genommen, Mylord wird Sie nachgeben. Es gibt einen Festungsgraben, ungefähr 20 Fuß tief, falsche Mauern als Vorschanzen und dann die alles überragenden Mauern selbst. Sehr hoch. Aber wir werden Ihre Kanonen für Sie aufstellen, Mylord. Nehmen Sie die Mauern unter Beschuss, nehmen Sie sie unter Beschuss, wie Sie es für richtig halten. Ich halte sie für furchteinflößend. Auf Befehl von Lord Wellington ist es euch untersagt, im Umkreis von 6 Meilen Brot zu kaufen, ohne einen von eurem Kompanieoffizier unterzeichneten und von mir gegengezeichneten Ausweis.
Weil bekannt ist, dass ihr zu oft losgegangen seid und das ganze Brot aufgekauft habt. Also werdet ihr dennoch dabei oder beim Plündern der Gärten erwischt, erhaltet ihr keine Rationen mehr, unter Strafandrohung aus den Linien geworfen zu werden. Adam, wer sind Sie? Mrs. Clayton, Sir. Ist dies der richtige Ort, das zu tun, Madam? Na, ich bitte um Verzeihung, Sir, aber wenn er Hunger hat, hat er Hunger. Und dann muss er gefüttert werden. Und darin ist er, Sie werden entschuldigen, genau wie sein Vater, euer Ehr. Ja, da bin ich mir sicher. Danke, Mr. Sharp. Sir. So was habe ich ja noch nicht gehört. Er ist wirklich schön angezogen, nicht? Warum stolziert er noch vor uns rum? Um sicherzugehen, dass ihr das Brot nicht aufkaut, bevor es die Verpflegungsstelle kriegt. Wenn ihr eine Bescheinigung wollt, kommt zu mir. Und bleibt weg von den Gärten. Ich werde einfach so tun, als hätte ich es nicht gehört. Hör mal, er ärgert sich über dich. Pass auf, dass dein Alter sich deinetwegen nicht rumtreibt. Der nicht. Der sieht sich viel lieber an, wie Sally die Brust gibt, genau wie du. Noch lieber sehe ich dich an, Lil. Das wirst du wohl nicht. Das würde ich mir nie vergeben, wo du doch ein Vater bist. Und überhaupt, das ist doch eine Schande. Aber du kannst mir deine schmutzigen Hemden geben. Die wasche ich. Wo doch deine Frau bei den Franzosen eingesperrt ist und so. Ich vermute, sie fliegt davor. Ich hab's mal mit einem französischen Offizier zu tun bekommen, weil ich nicht wollte. Das war deine Schuld. Wir waren nach Talavera ganz auf uns selbst gestellt. Meine? Na, meine war's nicht. Wir hatten Glück, dass wir nicht halbnackt zurückgeschickt wurden, wie es die dreckigen Spanier mit den französischen Frauen gemacht haben, die sie hatten. Aber sie wollten uns nicht. Und unsere Sachen auch nicht. Das ist wohl auch anders gewesen. Oh, aber Clayton darf's nicht wissen. Gott, er wäre fertig, ehe ein Schuss abginge, wenn er das wüsste. Dafür habe ich eine Stunde gebraucht. Nein, das ist nicht notwendig. Clayton? Meißen Sie mir mein Kreuzbandel hier für die Parade. Sie lassen ihn in Ruhe, Obatcha. Ich habe die Titten von Ihrer Frau gesehen, Clayton. Ich hab vor, ihre Brustwarzen anzufassen. Ich mach nicht viel Fehler, Lesens, ich mach's. Ich warne jeden. Wenn Obanja an was dran ist, ist er wie ein Tier dabei. Na los. Monsieur, je vous suis fort obligé. Je n'entendais que vous. Je me plais tellement en votre compagnie. Que j'ai peur. Que je ne saurais me plaire en d'autres. C'est vrai. Je ne mérite pas ta bonheur. Warum sind diese Männer hier? Sie sind anders gekleidet. Sind Sie nicht vom South Essex Regiment? Man macht den unordentlich gekleideten Mann schon aus einer Meile Entfernung genau aus, Sir. Das Koppel ist ein Beispiel bei dem grünen Mann. Sie können ihn dafür auspeitschen lassen, dass er ohne Koppel herumläuft, Sir. Vor dem Feind. Perkins! Aus dem Glied vortreten! Sehr flott. Ins Glied zurücktreten! Guter Junge, ich habe ein Auge auf dich. Es ist eine Schande, Sir. Ein so guter Junge lungert herum in einer derartigen Uniform, obwohl er in stolzes Rot gekleidet sein müsste. Beziehen Sie Ihre Posten, Sergeant. Zu Befehl, Sir. Und Sie werden stolz auf uns sein. Heinrich, Posten beziehen. Wenn Sie das nochmal mit einem meiner Jungs machen, Obatcha, stecke ich Ihnen das scharfe Ding, das Sie tragen, so lange in den Arsch, bis es zur Nase rauskommt. Machen Sie schnell, Paddy, sonst sind Sie der Nächste.
Hey. Hey, was machen Sie da? Bitte um Verzeihung, Sir. Ich habe nur gespielt. Na kommen Sie, machen Sie sich nützlich. Sehen Sie nach, ob ich alles richtig zusammengerechnet habe. Sie waren doch in der Schule, oder? Ja, Sir. Hier, halten Sie sich und Sal damit warm. Na? Wollen Sie mal einen Blick drauf werfen, Sir? Badajoz. Oh. Die sind gewaltig. Hm. Was werden wir machen? Aufklettern. Was ist mit Obatsche? Oh. Genau wie Sie sagten. Macht nie einen falschen Schritt. Captain Reimer ist sehr von ihm eingenommen. Hat versucht, Perkins anzuzeigen, weil er sein Koppel verloren hat. Ist drauf aus, Sally Clayton Gewalt anzutun. Aber ich werde es ihm zeigen. Hier. Es ist St. Patrick's Tag. Gott schütze Irland. Sie sind ein großartiger Mann. Für einen Engländer. Die werden es warm haben heute Nacht. Waren Sie je verheiratet, Patrick? Hatten Sie jemals eine Tochter? Ich schwöre, es bringt mich zum Lächeln, wenn ich mich nicht zusammenreiße. Warum ist Theresa nicht rausgekommen? Sie ist da drin, in einem von diesen Häusern. Alles, was ich auf der Welt liebe, und ich weiß nicht, in welchem. Verdammter Nairn. Das ist sein Werk. Atranque la puerta. Le he matado. Un cerdo. ¿Quién? Teresa, ¿quién? Reynier. El ingeniero oficial del general Filippo. ¿Por qué? Ningún otro francés va a ponerme las manos encima. Nadie. Nunca más. Tendrías que irte. ¿Antonia? Estás a salvo conmigo. Contigo. Tú odias a los ingleses tanto como odias a los franceses. Quiero dejarla aquí. Tu hija está enferma. Aunque sea la hija bastarda del inglés. Lleva también mi sangre. Dame agua caliente y papel para escribir. Esto le interesará a Wellington. Ah, wer nicht gräbt, kriegt nichts zu essen. Da kommt der Offizierssergeant. Er ist kein Offizier. Ich kenne Mr. Lieutenant Sharp. Er und ich, wir sind so. Und der oben ist, bin ich. Oh ja, sieh einer an. Achtung! Abteilung, stillgestanden! Kommen Sie, um diesen faulen Bastard zu zeigen, wie man es macht, Sir. Weitermachen, Sergeant. Was? Immer noch am Leben, Sergeant? Sie sind tatsächlich nicht tot zu kriegen. Lieutenant! Nicht tot zu kriegen! Nein, nicht! Lieutenant! Der Nächste! Der Nächste macht dich! Hexwell sollte diesen Langspieß nicht haben. Das ist Bataillonsplunder. Sollte er nicht? Aber er ist von großem Nutzen für mich. Ach ja? Aber Sergeant Harper wäre von größerem Nutzen. Ja, aber Sergeant Hexwell ist ranghöher als er. Ja.
so wie Sie ranghöher sind als ich, durch einen vollen Geldbeutel. Sie hassen es zu graben. Würden Sie es etwa nicht hassen? Ich habe nie gegraben. Sehen Sie, Sir. Diese Männer sind ausgebildet zu kämpfen, zu kriechen, zu laufen und mit einem Schuss zu töten. Sie sind Scharfschützen. Ich habe gehört, Sie schaffen nur 2 Schüsse in der Minute mit Ihren Schützen. Ja. Wenn's drauf ankommt, auch 3. Was soll's? Jeder gut gezielte Schuss ist ein toter Franzose. Gewiss haben Sie recht. Sie hassen es zu graben. Sharp? Es ist wahr, ich kaufte das Kommando über Ihre Kompanie und unter uns gesagt. Haben Sie Waffen? Nein, keine. Es wurde befohlen, sie zu stapeln und zurückzulassen, weil es so leichter ist zu graben. Was ist denn? Die Franzosen. Die kommen, um zu füllen, was Sie gerade ausgehoben haben. Wir können nicht gegen sie kämpfen. Zurück! Zurück! Aber warum lachen Sie? Das ganze verdammte Gegrabe und die machen es wieder zu. Und uns Scharfschützen gibt man nicht mal einen Schuss, um sie aufzuhalten. Sollten wir nicht etwas unternehmen? Was? Was? Im Zweifelsfall rufen die zum Appell. Oh, verdammte Scheiße. Wird jemand vermisst? Fehlt jemand? Die Spaten einsammeln. Überlassen Sie ihn nicht, die Spaten. Behalten Sie die Spaten. Richtig. Gehen wir, beschaffen wir die Spaten. Machen wir ihn Feuer unterm Hintern. Sie stehen alle auf einer Liste. Oh ja, ich weiß. Also los. Vorwärts! Ja! Haben wir es gezeigt. Was bringt das verdammte Schaufeln jetzt, hä? Gut. Lauf, ihr Mistkerle! Lauf! Sharp. Seht euch das an. Ja. Wie sie davonlaufen, seht euch das an. Wir haben es ihnen gezeigt. Ich erwähne sie, Sir. Ich erwähne sie, Sir. Gott verdammt nochmal. Sir? Nach Ihnen wird verlangt, mit Gepäck. Wer verlangt nach mir? Der Colonel. Wer ist dieser Gepäck, den er sprechen will, Mr. Sharp? Richard, ich wollte Sie etwas fragen. Was? Oh, es ist Folgendes. Werden Sie mich mitnehmen, wenn Sie den Befehl über das Himmelfahrtskommando bekommen? Nein. Oh, bitte, Richard, Sir, es würde mir einen Namen machen. William. Die Männer des Himmelfahrtskommandos sind tot, wenn ihre Namen verlesen werden. Sie sind die Ersten auf der Mauer, um eine Bresche zu schlagen. Und die Ersten, die sterben, zerrissen von Minen oder Kanonen. Deshalb heißt es Himmelfahrtskommando. Aber es ist doch ruhmreich, nicht wahr? Und von großem Nutzen. Manche sterben doch auch nicht. Wenn es nicht von Nutzen ist, warum wird es dann getan? Jemand muss der Erste sein.
Das Offiziersgepäck ist durchwühlt worden, Sharp. Was ist abhanden gekommen, Jack? Wie es scheint, wurde nur Gold und Silber entwendet, Schmuck, der zu finden war. Lieutenant Price vermisst Ohrringe, wie er sagt. Ich trage sie nicht selbst, Sir. Ein Geschenk für meine Mutter. Ich fand sie in Ciudad Rodrigo. Die Gepäckbewachung untersteht Ihnen, Sharp. Wo zum Teufel waren Sie? Holen Sie Ihre Reisetasche. Ich versichere Ihnen, ich habe... Ach, um Himmels Willen, nein, Mann, Sie sind Offizier. Sehen Sie nach, was Ihnen fehlt. Verdammt! Es ist weg. Meine Uhr und mein Taschenspiegel. Mit einem Silberdeckel, wissen Sie? Er war seit Jahren im Besitz meiner Familie. Er ist fort. Mein Teleskop. Es war ein Geschenk von Lord Wellington. Allmächtiger! Ein Geschenk an Sie? War etwas Besonderes daran? Etwas, woran Sie es wiedererkennen könnten? Ein angeschraubtes Messingschild. Sonst nichts. Es hat eine Inschrift. In Dankbarkeit, seine Initialen und das Datum, 23. September. Allmächtiger. Ja, gut, gut. Da haben Sie es. Wer wusste, dass Sie es besaßen? Ich nehme an... Ja, ja, da haben Sie es, junger Mann. Was sagen Sie dazu, Jack? Wird sich nichts finden. Tut mir leid wegen Ihres Teleskops. Ach ja? Verbindlichsten Dank. Das ist ja ein ekelhafter Gestank. Sir. Werde ich Sie vors Kriegsgericht bringen. Sie sollen ausgepeitscht werden bis aufs Blut. Wohin Sie, Abschaum, haben Sie das Porträt meiner Frau geworfen? Das war's, Sharpie. Du Bastard. Deine Frau haben, Clayton, die kleine Hure. Sie werden sie weder kriegen, noch ist sie eine Hure. Oh, ich muss nicht warten, bis du in Badajoz stirbst. Ich werde dich jeden Tag verprügeln, solange bis sie auf ihren kleinen, runden Knien bei mir anrutscht und mich anfleht, sie zu nehmen. Oh. Du willst doch, dass ich glücklich werde, nicht wahr, Mutter? Ich habe nie geglaubt, dass es einmal so weit kommen würde. Colonel Windham liebt seine Frau. Das soll er auch. Aber ich konnte ihm nicht sagen, wo ihr Bild war, weil ich es nicht hatte. Patrick, ich habe geschworen, dass Sie es nicht waren. Danke für den Rang, den Sie mir gegeben haben, Sir. Es ist eine Schande, dass Sie ausgepeitscht werden sollen. Ja, das ist es wirklich. Es ist immer eine Schande, wenn ein Mann ausgepeitscht wird. Aber das Schlimmste daran ist, dass mir mein Rang genommen wird. Ich hatte mich irgendwie daran gewöhnt. Ich hole ihn mir zurück. Seite an Seite mit Ihnen. Fordern Sie mich an, wenn Sie das Himmelfahrtskommando kriegen? Seien Sie kein verdammter Narr. Sie wollen doch leben, oder nicht? Fordern Sie mich an? Sie hören mir gar nicht mehr zu. Sie wollen doch wohl nicht ohne mich auf diese hohen Mauern steigen. Wenn ich es kriege, kommen Sie mit. Herr Ixville hat die Sachen gestohlen. Ich weiß. Wie viele Hiebe haben Sie bekommen? 200. Das ist ja noch gar nichts. Der schielende Dieb, der in Maidstone das Offiziersbesteck gestohlen hat, bekam 800. Alle auf einmal. Stand auf und ging. Er muss dann aber noch mehr geschielt haben, denn er lief falsch über Kopf in eine Kanonenkugel bei Femera. Ich werde aufstehen und gehen. Man spürt nichts mehr nach 25 Heben. Oh, doch, das tut man, Patrick.
Ich weiß es. Nein. Nein, das tut man nicht. Hundert! Befehl ausgeführt, Sir! Harper! Kommen Sie hierher! Sir? Sie sind ein tapferer Mann. Ich grüße Sie als solchen. Danke, Sir. Danke. Alles in Ordnung. Es ist eine höllische Qual. Ich hätte nicht viel mehr aushalten können. Ich hab's ja gesagt. Lassen Sie wegtreten, Sergeant Major. Ich verliere Sie, Jack. Werde ich Sie zurückgewinnen? Ich denke ja, Sir. Kostet nicht, Sie zu verlieren. Aber was sollte ich tun? Der Mann ist ein Dieb. Sir, was bezwecken Sie mit diesem Ratatatat? Das ist das Warnsignal der Schützen. Es deutet den französischen Plänklern aus dem Weg zu gehen, wenn Wellington in der Nähe ist. Dann passiert ihnen nichts. Könnte ich mich bei den Schützen einkaufen? Das könnten Sie. Haben Sie das Geld? Oh ja, das habe ich, das habe ich. Nur meine Familie hat es. Wir sind sehr reich. Ich bin eigentlich ein Vicomte. Das ist die Sache, verstehen Sie? Dann machen Sie das, William, wenn Sie erwachsen sind. Es werden viele gute Männer sterben. Ein Captain würde reichen. Völlig richtig, Sharp. Ich will keine Beförderung. Das wissen Sie so gut wie die. Ich würde Sie nicht gerne in meinem Nacken sitzen haben. Es brächte mich zum Trinken. Wäre ich nicht bereits ein Säufer. Nein, Richard. Sehen Sie sie an. Die wissen, dass Sie darauf warten. Harry. Das ist alles, was ich habe. Die Hoffnung auf Beförderung. Es gibt sonst nichts, was mich hochbringen würde. Ihnen und Ihresgleichen wird es in die Wiege gelegt. Ich muss um meiner Tochter willen einen Rang erreichen, damit es ihr einmal besser geht. Das Himmelfahrtskommando ist eine Chance. Und ich werde sie nutzen. Auch wenn ich, ohne sie jemals gesehen zu haben, dabei sterben sollte. Aber erst sollen die Kanonen feuern, bis sie bersten. Die Zündlöcher so heiß werden, bis sie schmelzen. Und Badajoz so verkniffen sein wie Reimers Arsch. Da. Pünktlich um 8 Uhr. Ich bin ihm dankbar, dass er kommt, Nairn. Wissen Sie, was mir das Leben gerettet hat? Wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre ich tot. Guten Morgen, Colonel Fletcher.
Ich bin dankbar, dass Sie kommen, Mylord. Verdammt, ich wollte, ich könnte zu Ihnen kommen. Die Franzosen bauten einen Damm. Sie füllten die Brückenbögen auf, um den Flusslauf zu stoppen. Das Wasser staut sich bereits, was zur Folge hat, dass wir darin herumwarten. Wir haben vor, den Staudamm zu sprengen, damit das Wasser wieder abfließen kann. Wie geht's Ihrer Verwundung, Colonel Fletcher? Sie haben die Spaten gerettet, hörte ich. Das musste ich, weil ich keine habe. Den Franzosen wurde ein Silberdollar für jeden Spaten versprochen, wie mir berichtet wurde. Bekamen Sie Ihren auch daher? Er war in meiner Tasche. Mein Lord, die Kugel traf ihn. Sonst wäre ich tot. Ich muss das jetzt wirklich beiseite legen, mein Lord. Ich bin sehr erschöpft. Ich werde jeden Morgen um 8 Uhr zu Ihnen kommen, Colonel Fletcher. Ich bin Ihnen dankbar, mein Lord. Oh nein, mein Lord, ich würde nie etwas an den Feind verkaufen. Oh nein. Oh nein. Si él desea desertar para unirse a los ingleses, ayudaremos. Tenemos que entregarles ese salvo. Quizás así se darán cuenta que no todos estamos de parte de los franceses y que arriesgamos nuestras vidas al mandárselo. ¿Vous ne voulez pas boire? Vous voulez me rendre service, n'est-ce pas? Pique-moi. Sind Sie wieder diensttauglich nach der Bestrafung? Der Stabsarzt war dieser Ansicht, Sir. Sehr erfreulich. Ja, ja. Und was haben Sie da? 7-facher Gewehrlauf. Feuert mit Pistolenkugeln. Von Mr. Nock aus London. Tödliche Handwaffe für Vorpostendienst, Sir. Gegen die Dienstvorschriften, Sir. Dürfte sie nicht haben, Sir. Ist eine Offizierswaffe, Sir. Ich bekam sie von Mr. Sharp, Sir. Namen notieren für Bestrafung, Sir. Was? Nein, nein, nein. Um Himmels Willen, nein. Geben Sie es mir, gefreiter Harper. Sollte ich es nicht an mich nehmen, Sir? Was? Ja, Sie werden es nicht brauchen, Harper. Danke, Paddy. Warum haben wir das alles? Anstelle von dem, was wir brauchen, haben sie uns das gegeben. 3 Wagenladungen davon. Könnten wir sie nicht gegen etwas anderes eintauschen? Wer tauscht schon 3 Wagenladungen Feldflaschen gegen etwas Nützliches? Oh, eine knifflige Frage, Sir. Wurden sie nicht zur Frontwache eingeteilt? Ja, Sir. Dann bewachen sie verdammt nochmal. Sie sind der Einzige zwischen uns und den Franzosen. Oh, ist das so, Sir? Nein, ist es nicht, Gott sei Dank. Ihnen wird die Wache gegeben und mir überhaupt nichts. Ich kann nicht mal einen Vorposten kommandieren, obwohl das ganze Bataillon Vorposten stellt. Ist das unser Vorhaben, Richard? Können Sie mir erklären, was wir tun, Sir? Ich bin nämlich ratlos, völlig ratlos. Das müssen Sie wissen, William. Wie Sie es erfahren, ist Ihre Angelegenheit. Aber Sie müssen es wissen. Niemand will es mir sagen. Sie haben keine Geduld. Sie sagen immer nur, dass Sie es mir sagen. Dann tue ich es eben. Hab ja sonst kaum was zu tun. Unsere Aufgabe ist es, über Nacht die Vorposten zu stellen. Außerhalb gelegene Patrouillen und Wachposten. Das hindert die anderen, uns zu überraschen, obwohl sie es kaum tun werden. Mann.
Sie sollten lieber wieder Ihren Posten einnehmen, den Sie verlassen haben. Oh nein, nein, wie kann ich das nur lernen? Ist das gefährlich? Jede Aufgabe ist gefährlich, William. Das werden Sie bald feststellen. Beobachten nicht oft die Vorposten rausgehen, Sir. South Essex stellt heute Nacht die Vorposten für die gesamte Armee. Ganz recht, wir sind wieder mal dran. Warum ist das für Sie von Wichtigkeit? Sobald es dunkel ist, schickt das Pionierbataillon einen Trupp aus, um einen Damm zu sprengen, damit wir das Wasser loswerden. Da drüben, es wird eine Menge Krach machen. Matthews, Sir. Der junge Matthews, er gehört zu uns, Sir. Hauen Sie ab, William. Er sollte nicht hier sein, aber er meint's nicht böse. Was machen Sie hier? Nehmen Sie es mir nicht übel, Sharp. Teresa ist Ihr eigener Kommandeur. Sie wird aus Badajoz herauskommen, wenn sie es wünscht. Sie haben jemanden, der bei einem Aufruhr rauskommt. Wer ist das? Hauen Sie auf, William. Ich versichere es Ihnen, Sharp. Würden Sie es mir sagen, wenn Sie einen hätten? Oh, ich verachte Sie. Ihre Intelligenz beschränkt sich nur auf Ihre Spionage. Sergeant, lassen Sie diese Männer die linke Flanke bilden. Sergeant, Sie schicken diese Männer zu den Vorposten der rechten Flanke in regelmäßigen Abständen. Sharp! Was haben Sie vor? Wer da? Feindliche Vorposten, Sir. Wo ist Harper? Er ist auf der linken, Sir. Ducken Sie sich, Sir. Patrick. Da sind Franzosen auf Streife. Plänkler. Harris ist bei mir. Cooper ist allein. Perkins und Hackman bilden die Nachhut. Wir sind der vorderste Vorposten, Sir. Harris, ich kann Sie hören, Sir. Sagen Sie lieber nichts mehr. Da vorne hüpfen ein paar Franzosen rum. Still, Sir, Sie würden uns hören. Major Narron lässt einen seiner Spione rüberkommen. Er würde es nie zugeben, aber es stimmt. Und wo ist Reimer? Er sollte hier sein. Lichtsignale. Signalschuss! Feuer! Was machen die? Diese Idioten! Das sind die Pioniere, die den Damm sprengen. Jetzt wird sie kommen. Verdammter Idiot Cooper, Sie haben sie erschossen! Teresa! Kommen Sie zurück, Mr. Matthews! Verdammt. Er hat auf Sie geschossen. Er hat auf Sie geschossen. Er hat ihn erschossen! William. Oh mein Gott. Oh Gott. War es das, worum es Ihnen ging? Bei einem toten Franzosen gefunden. Teresa hat Ihnen geschrieben. Sie können es lesen. Vorausgesetzt, Sie geben mir Ihr Ehrenwort, dass Sie es mir sagen, wenn etwas darin steht, das ich wissen sollte. Sie bluten. Ich nehme deine Tochter jeden Morgen auf meinen Arm, damit sie dich sieht, wenn du kommst. Und ich werde ihr sagen, wenn du kommst. Denn du wirst kommen. Sieh, Antonia, da läuft dein Vater. In einer grünen Jacke mit einem großen Säbel.
Er kämpft für seinen Wellington und für uns. Du kannst gewiss sein, dass ich kämpfen werde, um die Ehre, die mir blieb, und mein Kind zu verteidigen. Gegen die Franzosen sowie gegen die Engländer, wenn's nötig ist. Hab keine Angst um mich. Aber sei schnell bei mir. Und lebe, Richard. Lebe. Schöne Blume. Danke, mein Schatz. Noch am Leben, Mr. Shaw? Der Stabsarzt hat gerade eine Kugel aus meinem Bein geholt. Oh je, deshalb humpeln Sie also. Hier, ein Andenken. Eine Pistolenkugel. Hätte mich mein Bein kosten können, Sir. Setzen Sie sich, Sharp. Kennen Sie Major Narin aus Wellingtons Stab? Natürlich kennen Sie ihn. Er hat nach Ihnen gefragt. Ja, Sir. Vom Stabskorps des Pionierbataillons, Sharp. Sie brauchen Hilfe. Sie brauchten sie bereits letzte Nacht. Nicht Ihre Schuld. Ich verliere einen Offizier und Sie bekommen eine Kugel in Ihr Bein. Laufen können Sie? Nicht Ihre Schuld. Wie ich bereits sagte. Nicht Ihre Schuld. Viel Glück. Wollen Sie meine Hand nicht annehmen, Sir? Wie soll ich das verstehen, Sir? Sie wollen mich loswerden und bieten mir Ihre Hand? Was soll das? Ich biete sie Ihnen, weil nichts zwischen uns steht. Ich bewundere Ihren Mut. Sagen Sie es ihm, Jack. Es ist unmöglich für Captain Reimer. Er kann seine Kompanie nicht in den Griff bekommen, die er, wie Sie wohl gestatten werden, kommandiert, solange Sie hier sind. Nicht Ihre Schuld, Sharp. Durchaus nicht, durchaus nicht. Nach der Eroberung wird es wieder jede Menge Stellen für einen Captain geben. Sie ertragen einfach nicht, wie Sie sie ansehen, verstehen Sie? Ich habe nicht einen Captain in meinem Bataillon, der sich nicht der Hoffnung, dass Sie vom nächsten Schuss aus Badajoz getötet werden, bewusst ist. Doch nicht einer von Ihnen würde Sie tadeln. Es ist nicht Ihre Schuld, in keinster Weise Ihre Schuld. Nehmen Sie sie? Ich meine es aufrichtig. Ich möchte Ihnen meine auch anbieten, Sharp. Er nahm es wie ein Gentleman. Salz der Ehre, gute Sergeants. Aber lieber Himmel, ob ich mich hier daran gewöhnen kann, dass man sie befördert? Von euch wird erwartet, dass ihr anständige Soldaten werdet. Und die roten Röcke der glorreichen Kompanie tragt der South Essex. Dann werdet ihr nicht mehr mit euren hübschen Schützengewehren, sondern mit anständigen Musketen anständig gekleidet herumlaufen, wie es sich für Soldaten gehört. Hättest wohl nie gedacht, dass du das sehen würdest, Mutter. Ihr hasst mich, nicht wahr? Nun, ich hasse euch. Ja, Mutter, ich tue es, ich tue es, ich tue es, ich hasse sie. Wer hat das gesagt? Ich habe es gehört. Verrückt? Oh nein, ich bin nicht verrückt. Nicht so, dass ich es nicht wüsste. Also nehmt hübschartig Haltung an, wenn ich es befehle. Kompanie! Achtung! Habe Augen im Hinterkopf, Sir. Glaube ich, wisst, Sir. Da haben Sie sie also etwas verdreht, was? Lassen Sie die Männer bequem stehen, Sergeant. Achtung, die ganze Abteilung! Rühren! Das Gewehr ist geladen und gestopft, Sergeant. Sir! Wussten Sie das, Sergeant? Wäre ich, Sir? Nein, Sir, niemals, Sir. Ist das Ihre, Sergeant? Nein, Sir. Nicht mein, Sir. Sein, Sir. Gefeiter Harper, Sir. Wie viele sind denn noch geladen?
Harris? Sir! Cooper! Sir? Hagman? Perkins. Sir? Es heißt, sie könnte man nicht töten, Sergeant Hakeswell. Wie sagen Sie immer? Kommt mit mir, Männer, denn ich bin unsterblich. Ich werde ewig leben, denn sie haben schon einmal versucht, mich zu hängen. Aber es ist nicht gelungen. Ich könnte es fast glauben, wenn es nicht jemanden geben würde, den Sie versucht haben umzubringen, Sergeant Hakeswell. Und es Ihnen nicht gelungen ist. Ich bin gespannt, wer das sein könnte, Sergeant. Sie sind ein toter Mann, Obadja. Peng! Harper! Ich verspreche euch, dass ihr eure Jacken zurückbekommt, eure Gewehre zurückbekommt und mich zurückbekommt. Ich komme zurück. Ist die Bresche passierbar? Ja, Sir. Mylord, ich bezweifle seine Kompetenz, sich über die Bresche zu äußern. Er ist dort gewesen. Das waren Sie doch, Schaden, nicht wahr? Er lag die ganze vergangene Nacht vor dem Festungsgraben. Ja. Es ist noch zu früh. Wir greifen Badajoz morgen an. Sie haben einen Tag. Sir? Sharp? Ich hätte gern den Befehl über das Himmelfahrtskommando, Sir. Ich halte Sie für einen Schurken, Sharp. Aber Sie sind auf meiner Seite. Sie sind einer meiner Schurken. An Ihrem Tod liegt mir nichts. Darf ich meine Gründe vortragen, Sir? Sie sind zwingend. Ich habe eine Frau in der Stadt. Und ein Kind. Ich will als Erster drin sein, um bei Ihnen zu sein. Wenn Sie die Stadt plündern, Sir. Sie können das Himmelfahrtskommando nicht übernehmen. Das werde ich nicht gutheißen. Nein. Unter Berücksichtigung entsprechender Vorkommnisse nach der Einnahme von Ciudad Rodrigo. Die Einwohner dieser Stadt waren allen Arten von Beleidigungen und Verletzungen ausgesetzt. Es wird keine Wiederholung eines solchen Verhaltens in Badajoz geben. Jeder Angriff auf ziviles Eigentum wird umgehend und gebührend mit dem Tode bestraft. Die gefassten Täter werden am Ort ihres Verbrechens unverzüglich gehängt. An Ort und Stelle eures widerlichen Verbrechens, als ihr eines begeht. Und ich weiß, das werdet ihr. Ich sehe sie ihn ankleten. Ich werde euch aufknüpfen, wo ihr auch seid. Als gewissenlose Lumpen und gewöhnliche Schurken, als die ich euch kenne. Mich? Warum auf ich? Ankleten. Vorwärts! Marsch! Kompanie! Getreten! Kompanie! Weg! Getreten! Bestehlt niemanden, bringt die örtliche Bevölkerung nicht um. Und lasst euren männlichen Grundbedürfnissen keinen freien Lauf, sonst hängt ihr in der Schlinge.
Ich zähle auf Sie als Freund. Ich danke Ihnen, Richard. Ich hoffe, ich bin es. Sergeant Harper! Theresa ist in Badajoz, wie Sie wissen. Ich sterbe vielleicht. Beschützen Sie sie, wenn Sie können. Und ich es nicht kann. Oh, das werde ich, Richard. Darauf können Sie sich verlassen. Und ich verspreche, keinen Tropfen mehr als nötig, um die Leiter zu erklimmen. Sie können sich auch auf mich verlassen, auf alle Schützen. Sie ist in einem Haus neben der Kathedrale. Sie schreibt von 2 Orangenbäumen. Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann, um sie zu finden. Sie hat mir eine Karte gezeichnet, aber ich habe sie nicht mehr. Wissen Sie noch, wie es in Ciudad Rodrigo war? Die Frauen wurden schrecklich gequält. Einige wurden sogar mit ihren Kindern umgebracht. Wir werden sie ausziehen müssen, ihr alles ausziehen, damit sie ganz nackt ist. Obadja muss ein Mann stehen, Mutter. Und sterben kann ich nicht, weil du mich davor bewahrst. Mutter. Fahr rüber. Ich muss etwas haben, Mutter. Denn sonst platze ich noch, bevor ich es mit Charmis Uhre treibe. Ich werde zum Lobe Gottes singen, solange ich lebe, und alle. I shall sing praise unto the Lord as long as I live. Es wird bald soweit sein, Jack. Ich hoffe, Sie überleben. Ich wünsche Ihnen von Herzen dasselbe, Sir. Aufrichtigsten Dank, Jack. Aufrichtigsten Dank. Bitte um Erlaubnis zu sprechen, Sir. Ein Lied würde uns einstimmen. Come, cheer up, my lads, 'tis to glory we steer, to add something more to this wonderful year, to honor we call you as free men, not slaves, for who are so free as the sons of the waves? Hearts of oak are our ships, hearts of oak are our men. Come, cheer up, my lads. Charpys Uhr ist immer noch da, Ma. Wird nicht mehr lange dauern.
and again. We'll ne'er see our foes, 'tis to glory we steer, to add something more to this wonderful year. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Sir. Und jedem in der South Essex, die Sie kommandieren. Werden Sie meine Männer als Scharfschützen sterben lassen? In Ihren grünen Jacken werden Sie Ihnen ebenso gut dienen. Sie sind stolze Männer. Und Sie brauchen stolze Männer. Sie werden weder Sie enttäuschen, noch Captain Reimer, Sir. Ich weiß, das werden Sie nicht, Sharp. Ebenso wenig wie Sie, Sharp. Darum lassen Sie Ihre grünen Jacken tragen, die Ihnen so viel bedeuten. Danke, Sir. Danke. Danke. Danke, Sir. Hier. Ich bin Perkins, Scharfschütze, vermache und hinterlasse alles, was ich besitze, Daniel Hagman, dem Scharfschützen. Gleichfalls, Ben. Hier, hast du es. Hab's. Falls ich draufgehe, schreibst du das alles auf, Clayton? Ah. Gehört alles, was mir gehört hat, dir. Einschließlich Ladehemmung? Ja, Ladehemmung auch. Möge Gottes Barmherzigkeit mit uns allen sein. Achtung, Männer. Aufteilung. Zwei hier, vier hier rüber. Einer. Einer hierher. Drei hierher. Drei. Halt! Wer kommt da? Himmelfahrtskommando. Lassen Sie die Männer vortreten und geben Sie sich zu erkennen. Mr. Sharp? Mein Name ist Benedict. Richard. Ich führe Sie bis zum Festungsgraben, um Ihnen die Bresche zu zeigen. Danke. Sollen wir jetzt gehen? Wenn Sie so freundlich wären, Mr. Sharp. Sei mit euch. Vorwärts, nur Mut. Meine tapferen Kameraden. Lasst sie passieren! Wie ich sehe, tragen Sie bereits Ihre Ehrenabzeichen. Ich missgönne es Ihnen nicht. Da ist Ihre Bresche. Die Santa Maria. Ich hatte bis jetzt immer Glück. Deshalb ziehe ich jetzt mein Säbel. Bereit? Goward überlebte, als er das Himmelfahrtskommando bei Theodat Rodrigo anführte. Er ist jetzt Captain. Haben Sie ihn gekannt? Nein.
Schwingen aus und trag mich hoch! Oh mein Gott, Mutter! Mutter, breite deine Schwingen aus, bring mich hier raus! Ja, komm schon! Mr. Sharp, haben Sie mich verstanden? Es ist Ihre. Ihre Kompanie. Was sollen wir jetzt machen, Sir? Er kann Ihnen nicht befehlen, die Bresche noch einmal zu stürmen, Fletcher. Schicken Sie Reiter zur 4. und zur Leichtdivision. Sie sollen sich formieren und erneut stürmen. Ja, mein Lord. Dahin gehen. Und keiner von euch muss mitkommen. Aber ich gehe und ich werde euch auch sagen, warum. Und zwar, weil diese Franzosen uns auslachen. Hört ihr sie? Ich höre sie lachen. Sie verspotten uns. Läuft alles gut in Badajoz? Hä? Ich werde mir das nicht gefallen lassen. Die Mistkerle. Die lachen uns wirklich aus. Seid ihr bereit? Nehmen Sie es, Daniel. Sie sind der beste Schütze, den ich kenne. Sir, fangen wir an mit dem Wahnsinn. Los! Drin. Beim lebendigen Gott, wir sind drin. Thank you.
sich ergeben. Wir sind drin. Ihre Lady, Sir. Mr. Racer. Teresa. Teresa! Price. Richard sagte, wer als erster bei Ihnen ankommt, sollte nach Ihnen sehen. Verstehen Sie? Und das bin ich. Nein! Sergeant Hexwell, ich will Ihnen nicht den Spaß verderben, aber die Lady ist nicht... Sie werden entschuldigen, Sir! Oh nein, nein! Harry! Harry! Nein! Einer nach dem anderen, bitte, Jungs. Ja? Stoßt richtig zu, ja? Beweist, was ihr könnt. Aus dem Weg! Deine Hure, Sharpie? Willst du zusehen? Fass das nicht an! Das ist deine Mutter, Obatscha? Sehen Sie sich das an. Er redet ständig mit dir. Ist das deine Mami, Obatscha? Nein! Aus dem Weg! Verdammt! Es ist alles gut. Es ist alles gut. Ich hab sie. Ich hab sie. Gesehen. Ich halte sie im Arm. Sie hat mich vielleicht niemals kennengelernt, Teresa. Sie hätte mich vielleicht niemals kennengelernt. Hängen Sie jetzt drei und an jeden Mann, der um Mitternacht noch in Badajoz ist. Clayton. Er ist noch warm. Wir sind ein tapferer Mann, Sharp. Jack Collett ist tot. Ich habe ihn gemacht. Auch Reimer hat es nicht überlebt. Mir bleibt nichts als Schmerz und Verlust. Ich übergebe Ihnen meine Kompanie, Sharp. Wollen Sie sie? Ja, Sir.
Sir. Sie zu sehen, ihr liebes Gesicht. Dies Wort, in diesem Augenblick. Wer hatte es? Sergeant Haxwell. Sergeant Harper. Ich bitte Sie um Verzeihung. Nehmen Sie meine Hand. Ihnen zu Ehren, Sir. Ich bin nicht der erste Mann, der für etwas ausgepeitscht wurde, das er nicht getan hat. Aber um ehrlich zu sein, ich hoffe, ich bin der Letzte. Ja, ja. Sie... Sie haben mein Wort. Through smoke and fire and shot and shell, into the very walls of hell, but we shall stand and we shall stay, over the hills and far away, o'er the hills and o'er the main, through Flanders, Portugal and Spain, King George commands and we obey, over the hills far away.